Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge zeige ich euch die Tags Col Group und COL, also Col. Das COL ist Abkürzung für Column, also für Spalte. So. Und ich mache dieses Video jetzt nur, weil mir gesagt wurde, das ist bei langsamen Internetverbindungen noch besonders wichtig. Ich kann nämlich sozusagen an den Browser, auf dem meine Internetseite dargestellt wird, vorab senden, wie breit die Spalten sind und kann das dann schon mal voreinstellen lassen. Das soll bei dem Aufbau der Internetseite helfen. So, ich selber habe es versucht und da ich viele Sachen auch nur intern überprüfe, also gar nicht über das Internet laufen lasse, habe ich keine Geschwindigkeitsveränderung bemerkt. Gut, also, aber wenn man das machen möchte, gut, mir wurde gesagt, das sei wichtig. Also wenn man ein langsames iPhone hat oder irgendwie eine schlechte Verbindung oder so. Gut, was mache ich damit? Ich setze dieses Col Group, die Gruppe mit den Spalten, die setze ich ganz oben rein und so. Rein. So, und dann kann ich in den mit Hilfe von Col, mit diesem Befehl, kann ich dann die Breite der Spalten definieren und kann zum Beispiel sagen, Width ist gleich, sagen wir mal, 100 Pixel. So. Und bei dem zweiten Width ist gleich 50 Pixel und bei dem dritten beachtet bitte, dass die nicht nummeriert werden, sondern das ist einfach von der Reihenfolge her wird das jetzt hier angegeben. Upsala. So. Und wenn ich das Ganze jetzt lade, seht ihr nichts, weil ich weiter unten die Breite bereits definiert habe. Hier weiter oben. So, hier habe ich die Breite bereits definiert. So, jetzt kann ich das Ganze mal rausnehmen und kann sagen, schaue ich es mir jetzt nochmal an. So, und jetzt seht ihr tatsächlich die Veränderung. Ne? Also die erste Spalte, die ist jetzt 100 Pixel breit, die zweite ist 50 Pixel breit, also die Hälfte, und die dritte ist 70 Pixel breit. Und die Sachen, die rausgeschoben worden sind, die Zellen, die rausgeschoben worden sind, die passen sich eben ganz direkt an ihren Inhalt an und werden genauso klein, dass eben nur der Inhalt umschlossen wird. Ne? So, und das macht im Prinzip dieses Col Group. Ich kann mit diesem damit übrigens nichts anderes machen. Also ich habe es versucht, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ich weiß es nicht. Ne? Aber wenn ich hier versuche, jetzt zum Beispiel mit einem Style-Befehl, mit einem Inline-Style zu sagen, das soll jetzt irgendwie die erste Spalte soll die Hintergrundfarbe rot bekommen oder so, das funktioniert nicht. Ne? Also dieser Style-Befehl lässt sich nicht anwenden, meiner Ansicht nach. So, aber vielleicht helft ihr mir da ja nochmal auf die Sprünge. Gut, wie gesagt, also dieser Befehl ist vor allem dafür da, dass eine Tabelle rasch aufgebaut werden kann. Ist sinnvoll bei langsamen Internetverbindungen und insofern auch eine ganz nützliche Sache. Gut, aber ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr das benutzen wollt. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt trotzdem gefallen, obwohl der Inhalt doch relativ mau war. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch eine Sache, die finde ich ganz besonders schick im Gegensatz dazu. Ihr dürft mir jetzt trotzdem nochmal einen Daumen hoch klicken. Bis dann!